Ich kann mich an einen Moment erinnern, wo ich an der Wartgasse gestanden bin und mir so irgendwie bewusst geworden ist, dass man auch scheitern kann. Ich glaube, da waren einfach ein paar Leute, die besonders fertig ausgeschaut haben. Und da habe ich mir das so gedacht, man kann auch scheitern. Und es kann auch sein, dass es nicht bleibend ist und dass man am Ende seines Lebens dasteht und sich denkt, es war gar nicht so super. Ich glaube, der Gedanke war schon sehr, sehr wichtig, weil eigentlich dachte ich ja, dass es dann doch immer alles sicher ist. Und ich bin ja auch so erzogen worden mit der Generation, wo die Eltern eigentlich dann immer einspringen oder wo man versichert ist und wo man im schlimmsten Fall abgeholt wird vom Berg, von irgendeiner Bergrettung. Also es ist eigentlich immer alles safe. Und jetzt ist mir irgendwie aufgefallen halt, dass es nicht so ist. Aber da kann halt auch nicht zwingend Otto kriegen was dafür. Das Leben kann überall scheitern. Ich würde mir gerne einen Himbeersoda bestellen. Geht das? Ja, wirklich. Nein, ehrlich? Ja, mich fragen alle Leute, aber ich sauf gar nicht so viel, wie man glaubt eigentlich. Danke vielmals, danke schön. Also ich bin einfach ein ganzes Leben irgendwie in Wien gewesen und fast die ganze Zeit hier in Ortekring. Das ist mir auch ziemlich auf die Nerven gegangen manchmal, weil ich auch ein ziemliches Fernweh habe oft und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, ich klebe dann ein bisschen da. Vor allem wirklich in demselben Grätzl. Aber irgendwo, der Roland Neuwirth sagt, jeder Rotz liebt sein Kanal. Also irgendwie klebt man dann halt doch da. Also ich liebe es eigentlich schon sehr. Du hast Völker und Zeit investiert. Du hast ins Zeug gelegt, du hast dich engagiert. Sogar manche Lehrende motiviert. Und du hast komplettes Interesse studiert. Du hast den Druck und die Angst so lang ignoriert. Und es ist trotzdem nichts wahr. Du hast dir angeschaut, was du machst, und du hast dafür überlegt. Du hast irrsinnig viel Arbeit reingesteckt. Du hast dich selber durchschaut, du hast deine Psyche zerlegt. Und du bist zu dir gestanden, und du hast dich nicht versteckt. Du hättest für deine Träume auch die Hand ins Feuer gelegt. Es ist trotzdem nichts wahr. Aber der Wind, der weht wie früher, und die Sonne scheint wie vor 100 Jahren. Nur du hast dein Ziel aus den Augen verloren. Mach dir nicht fertig, es ist nichts wahr. Hier was wirklich was Besonderes für dich. Sie ist so sehr wollen, du hättest fast alles gemacht für sie. Und dabei war es die ganze Zeit so schwierig für dich. Und du hast dich bemüht, du warst sogar in Therapie. Hast dich eingelegt, du hast dich angestrengt wie noch nie. Es ist trotzdem nichts wahr. Du fragst dich noch immer und fangt's endlich an. Wir haben dir erzählt, die Frage ist nur, wann? Wir haben dir erzählt, du bist schon ganz knapp dran. Und es muss doch wem auffallen, dass nicht alle glücklich sind. Es ist ja nur logisch, dass es nicht jeder schaffen kann. Es ist trotzdem nichts wahr. Aber der Wind, der weht wie früher und die Sonne scheint wie vor 100 Jahren. Nur du hast dein Ziel aus den Augen verloren, aber ich mach dich nicht fertig. Es ist nichts wahr. Hey, der Wind, der weht wie früher.
den Augen verloren, aber ich mach dich nicht fertig. Es ist nichts wahr. Ich mach dich nicht fertig. Es hat nichts wahr.